Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach unserer Debatte heute Nachmittag zum automatisierten Fahren, da kam in meiner Fraktion schon Kritik auf, es sei zu wenig Stimmung aufgekommen in dieser Debatte. Jetzt habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich das bei der Diskussion über das Carsharing hinbekommen soll. Genau, Herr Grischer ist bereit, noch viele Zwischenrufe zu machen, aber wenn man zumindest auch über andere Themen noch redet, auch wenn es dann nicht nur ums Carsharing geht, scheint es ja doch noch möglich zu sein. Aber an und für sich haben wir ja viel Harmonie, viel Übereinstimmung bei dem Thema Carsharing, wenn die Linken fast zustimmen können, die Grünen halb zustimmen können. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, ob daraus nicht eine richtige Zustimmung noch wird, wenn wir nachher darüber abstimmen. Aber wie auch immer, meine Damen und Herren, es ist ja wirklich gut, dass wir nun endlich ein Gesetz verabschieden können, auf das wir alle so lange gewartet haben. Wir wollen damit Carsharing in Deutschland dauerhaft fördern, neue Potenziale erschließen. Und wie ich bereits in meiner Rede vor 3 Wochen zu diesem Thema deutlich gemacht habe, verzeichnet das Carsharing in den letzten Jahren ja wirklich ein beeindruckendes Wachstum. Sowohl die stationären Anbieter als auch die stationsunabhängigen, das sogenannte Free-Floating, also die Angebote vor allem von unseren deutschen Herstellern in den Großstädten, werden wirklich gut genutzt, sind äußerst erfolgreich und die Nutzerzahlen steigen ja auch wirklich kontinuierlich. Diese Entwicklung nimmt in jüngster Zeit noch einmal Fahrt auf und wir wollen mit diesem Gesetz einen weiteren Schub geben, dass diese Dynamik weiter anhalten kann. Deswegen, möglichen Hemmnissen, die die Attraktivität des Carsharings in Zukunft gefährden könnten, soll mit diesem Gesetz frühzeitig begegnet werden. Wir haben in der letzten Debatte schon viel über die Vorteile gesprochen, die sich durch Carsharing eröffnen. Wir haben zwischendurch eine Anhörung gehabt mit Sachverständigen im Verkehrsausschuss, wo es auch viel positive Rückmeldungen gab zu unserem Vorhaben. Und es wurde nochmal deutlich, dass sowohl aus Verkehrsumwelt- als auch stadtplanischer Sicht das Carsharing große Potenziale bietet in den großen Städten, wo wir Probleme haben mit Luftqualität, wo es um die Flächen geht. Auch das ist natürlich ein Ziel, das wir im Blick haben mit dem Carsharing-Gesetz, aber genauso auch im ländlichen Raum. Für mich als Berichterstatter für die alternativen Antriebe meiner Fraktion möchte ich auch noch einmal betonen, dass gerade das Carsharing große Chancen eröffnet und auch schon heute ja kräftig dazu beiträgt, Elektroautos verstärkt auf die Straßen zu bringen und dadurch die Akzeptanz für die Elektromobilität weiter zu erhöhen, auch Berührungsängste abzubauen. Immerhin 10% der Carsharing-Fahrzeuge sind bereits Elektroautos. Vor dem Hintergrund dieser vielen positiven Aspekte ist es doch sehr erfreulich, dass hier im Hause dann unterm Strich so große Einigkeit besteht, dass wir das Carsharing weiter fördern und ausbauen wollen. Und auch über die Frage, wie diese Förderung geschehen könnte, gibt es, und das ist ja auch alles andere als selbstverständlich im Großen und Ganzen, über die Fraktionsgrenzen und auch über die Sachverständigenvertreter, wirklich einen erfreulichen Konsens. Wir benötigen Privilegien, Bevorrechtigungen für Carsharing-Fahrzeuge, vorrangig eben für das Abstellen und Parken im öffentlichen Straßenraum. Gerade in den innerstädtischen Gebieten ist das wirklich ein entscheidender Erfolgsfaktor für das Carsharing. In der rechtlichen Umsetzung für die noch aus der vorherigen Debatte anwesenden Rechtspolitiker gab es dann ja aber doch auch bei diesem Gesetz einige Kontroversen. Und hier ging es vorrangig um die rechtliche Verankerung der vorgesehenen Privilegien. Eine Regelung der Bevorrechtigung im Straßenverkehrsrecht wäre aufgrund der Privilegienfeindlichkeit dieses Rechtsgebiets äußerst problematisch gewesen. Und daher war es richtig, dieses wichtige Vorhaben rechtlich sauber als eigenständiges Gesetz auf den Weg zu bringen. Diese Sichtweise wurde auch in der Anhörung noch einmal vom Sachverständigen ausdrücklich bestätigt. Das Gesetz sieht nun im Kern vor, Ländern und Kommunen die Möglichkeit einzuräumen, Sonderstellflächen einzurichten, Carsharing-Fahrzeuge von den Parkgebühren zu befreien. Dazu erhält das Gesetz die notwendigen Definitionen und Ermächtigungsgrundlagen für die Bevorrechtigung und die Kennzeichnung der Fahrzeuge. Ein Dank gilt unserem Koalitionspartner, vor allem Arno Klare als Berichterstatterkollege, auch Sören Barthol, mit dem man nicht nur die Maut voranbringen kann, sondern auch andere sinnvolle Projekte. Und die Zusammenarbeit im parlamentarischen Verfahren war wirklich konstruktiv. Wir konnten uns mit dem Koalitionspartner auch noch auf einige kleinere Änderungen einigen. So haben wir beispielsweise in der letzten Woche uns darauf verständigt, die Befristung des Zeitraums, in dem die Flächen zur Verfügung gestellt werden, von längstens 5 auf längstens 8 Jahre hochzusetzen. So sinkt der Verfahrensaufwand für die betroffenen Behörden und den Anbietern kann die notwendige Planungssicherheit
eingeräumt werden. Mit dem Gesetzentwurf, dem wir heute zustimmen werden, meine Damen und Herren, haben wir auf Bundesebene unsere Hausaufgaben erledigt. Jetzt sind Länder und Kommunen gefordert, die Möglichkeiten dieses Gesetzes auch zu nutzen und die Potenziale auszuschöpfen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Arno Klare die Möglichkeit, die Debatte abzuschließen.